Matthias Omen. Liebe Freundinnen und Freunde, auf dem Weg hierher habe ich natürlich eine Zeitung im Zug gelesen und da stand drin, der Widerstand wäre tot. Ich hab noch nie so viel toten Widerstand gesehen. Und, liebe Freundinnen und Freunde, ich habe, wie ihr alle auch, das Stresstest-Theater mitverfolgt und auch das, was da als Ergebnis verkündet wurde. Und ich muss sagen, es war wie zu erwarten, Fakten wurden ignoriert, auch die Tatsache, dass sich herausgestellt hat, dass Stuttgart 21 im Endeffekt nichts kann. Man hat teilweise sogar Stunden erfunden, die 80 Minuten haben und so weiter. Aber gut, es war zu erwarten. Überrascht war ich dann, was Heiner Geißler präsentiert hat. Ganz einfach deswegen, das ist ein Vorschlag, den wir schon vor 16 Jahren gemacht haben. Warum nicht gleich so? Aber gut, soll wohl so sein. Aber richtig, richtig entsetzt war ich über das, was danach gekommen ist. Ich war entsetzt über einen Bundesverkehrsminister, der ohne zu prüfen, welche technischen Neuerungen sich in den letzten 16 Jahren ergeben haben, diese Sache pauschal ablehnt. Ich frage mich, wozu 9 Monate Schlichtung, wenn der oberste Verkehrsherr in diesem Land nicht bereit ist, daraus irgendwelche Konsequenzen zu ziehen? Und richtig, richtig entsetzt war ich auch über euren Oberbürgermeister. Sonderbaren Pfarrer. Seinen Namen habe ich verdrängt. Der hat mal irgendwann losgelassen. Der Widerstand, das wären alles uneinsichtige Blockierer. Keiner, der hier steht, blockiert so sehr wie diese beiden Herren. Blockieren, weil es uns um Stuttgart und unseren Bahnhof geht, werden wir diesen Kompromissvorschlag bis ins Mark prüfen. Wir werden ihn genauso kritisch prüfen, wie wir es mit Stuttgart 21 getan haben, aber wir werden ihn prüfen. Prüfen, welche Auswirkungen dieser Vorschlag hat, beispielsweise für das Seggertal oder für das Vilstal. Wir werden prüfen, welche ökologischen Auswirkungen das hat. Wir werden natürlich prüfen, welche verkehrlichen Auswirkungen hat. Dieses Gebäude ist immerhin ein Bahnhof, auch wenn man es manchmal vergisst. Und wir werden auch ganz kritisch prüfen, welche Konsequenzen die Tatsache, dass der
SK22, SK22, wie auch immer, dass das Kombimodell nur ein Viertel so große Bahnsteige braucht, welche Konsequenzen das hat für die Baugrube, also für euren Schlosspark, welche Konsequenzen das hat für das Grundwasser, welche Konsequenzen das hat für die Bäume. Das werden wir alles genauso kritisch prüfen, wie das mit Stuttgart 21 der Fall war. Aber wir sind keine Zukunftsverweigerer. Zukunftsverweigerer. Uns geht es um den Bahnhof und uns geht es nicht um das dick gefüllte Portemonnaie von irgendwelchen Immobilienfirmen. Wir wollen, dass sich unser Bahnhof zukünftig in die Stadt einbindet. Und dass er nicht von der Stadt getrennt wird, indem dass man irgendwelche ganz komplizierten Wege dahin nehmen muss. Wir wollen, dass die Leute mit ihrem Bahnhof sympathisieren. Und wir wollen vor allen Dingen auch, dass dieser Bahnhof funktioniert. Und in der Schlichtung, und das ist euer Verdienst, denn ohne euch hätte es die Schlichtung niemals gegeben, hat sich herausgestellt, Stuttgart 21 wird nicht funktionieren. Wir werden dieses Projekt kritisch prüfen, SK 22, und dafür brauchen wir eure Unterstützung. Wir brauchen eure Unterstützung, dass ihr verhindert, dass jetzt Fakten geschafft werden kann, die man nicht mehr zurückdreht. Es kann sein, wir werden es ganz kritisch prüfen, dass bei SK 22 der Südflügel erhalten werden kann, und zwar zu 100%. Das wäre eine Sache, die für SK 22 sprechen würde, denn der Südflügel ist auch uns wichtig. Aber wir können nur bewahren, was noch da ist. Deswegen fordern wir jetzt erst recht und lauter denn je einen absoluten Vergabe- und Baustopp. Von Anfang bis zum Ende, und die darf sich nicht darauf erstrecken, in der Frage, welche Farbe die Baurohre haben sollen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr weiterhin den Druck im Kessel erhöht. Ich bin heute in Stuttgart angekommen und habe so wenige Buttons wie selten gesehen. Tragt eure Buttons wie eine Auszeichnung. Und bleibt so kritisch, wie ihr jetzt seid. Tragt eure Ideen zusammen und bringt sie ihnen an das Bündnis heran. Es kann nämlich passieren, dass wir das eine oder andere übersehen. Deswegen braucht es euch, kritische Bürger, damit SK 22 auch wirklich auf Mark und Knochen geprüft werden kann. Und ganz wichtig ist es auch, dass ihr zukünftig auf die Straße geht, jeden Montag euch sehen lässt. Denn eines ist ganz klar, ihr lasst euch nicht wegschlichten. Jawohl! Bleibt offen und lasst uns die Zeit, SK 22 kritisch zu prüfen. Und bis dahin bleiben wir mindestens oben.